Heute will ich euch erklären, wie ihr am schnellsten Wege ein Riolu bekommt und es zu einem Shiny Lucario weiterentwickeln könnt. Beziehungsweise auch, wie ihr auf anderen Wegen an ein Shiny Riolu rankommen könnt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, Riolu gibt es nur an einem Ort im Spiel, nicht mal im Untergrund. Man kann es nur von Urs bekommen in einem Pokémon-Ei. Dafür müsst ihr aber schon den 5. Orden besitzen, nach Fleetbock rüber surfen können und dann mit dem Schifffahrer auf die Eiseninsel fahren. Da müsst ihr dann in dem Berg halt mit ihm zusammen gegen ein paar Team Galactic-Gruppe kämpfen und dann bekommt man von Urs ein Ei mit Riolu geschenkt. Wichtig dabei ist, dass ihr am besten einen Platz im Team freilassen solltet, weil sonst könnt ihr das Ei manchmal nicht annehmen. Ist ziemlich dumm. Da müsst ihr auf jeden Fall das Riolu ausschlüpfen lassen. Am besten nehmt ihr dafür ein Pokémon mit der Fähigkeit Flammkörper ins Team, dann geht das nochmal ein gutes Stückchen schneller. Vielleicht habt ihr auch relativ viel Glück und bekommt direkt schon ein Shiny Riolu. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn ihr das Riolu schon mal habt, braucht ihr nur noch ein Ditto und müsst es zusammen mit Ditto halt in die Pension bringen, um weitere Eier zu erhalten. Zu Ditto habe ich auch noch ein einzelnes Video gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut das auf jeden Fall auf meinem Kanal euch mal an. Da erkläre ich nämlich, wie ihr am schnellsten an Ditto kommt. Wirklich. Ja, wichtig zum Entwickeln ist auch noch, dass ihr die Freundschaft von Lucario bzw. Riolu sehr hoch boosten müsst. Das macht ihr mit Bären und etc. und viel Kämpfen. Und am besten auch mit ihm sehr viel rumlaufen. Dadurch werdet ihr die Freundschaft auf jeden Fall gut boosten können, weil auf anderem Wege kann man ihn nicht entwickeln. Man muss die Freundschaft auf jeden Fall gut geboostet haben und dann ein Level Up bei Tag. Das sind die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung zu Lucario. Ja, jetzt könnt ihr einmal natürlich versuchen, durch das Ausbrüten irgendwann ein Shiny zu bekommen. Der Shiny Charm, also der Schillerpin, lohnt sich im Endeffekt in diesem Spiel auch wirklich gefühlt gar nicht. Ihr müsst den National-Pokédex dafür haben und die Chance, also keine Ahnung, die ist so minimal besser, dass es fast gar nicht juckt. Und der Shiny Charm lohnt sich halt eh nur für Eier ausbrüten, weil in anderen Gebieten funktioniert er eigentlich gar nicht, was ziemlich blöd ist. Also das lohnt sich auf jeden Fall so nicht. Deswegen auf normalem Wege ausbrüten halt einfach. Und wenn ihr noch auf der 1.1.1-Version des Spiels zockt, könnt ihr auch noch den Shiny Glitch anwenden. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr auf jeden Fall auch euch mal reinziehen. Wenn euch das Video hier gefallen hat und geholfen hat, dann schreibt gerne was Nices in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, abonniert gerne den Kanal und ciao.